In Offenbarung Kapitel 15 befinden wir uns jetzt nach der Entrückung, nachdem Sonne und Mond verdunkelt wurden, die Völker wehklagen, es wird ein furchtbarer Tag sein, ein schrecklicher Tag sein für die Heiden, für die Ungläubigen. Nachdem Sonne und Mond verdunkelt werden, wir werden Jesus kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Offenbarung 14, Vers 14 lese ich nochmal vor. Du kannst Offenbarung Kapitel 14 aufschlagen. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der glich einem Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. In Offenbarung Kapitel 15 befinden wir uns jetzt, nachdem Jesus wiederkommt. Wir werden unsere Häupter erheben, weil unsere Erlösung naht, sagt die Bibel. Es wird ein herrlicher Tag sein, an dem Sonne und Mond verfinstert werden. Ein Tag, den es vorher noch nie gegeben hat. Wir werden Jesus kommen sehen, unsere Häupter heben. Was für ein wunderbarer Tag wird das sein? Und in Offenbarung Kapitel 15 befinden wir uns jetzt nach diesen Ereignissen. An demselben Tag, an dem Tag des Herrn, an dem großen und schrecklichen Tag des Herrn, beginnt auch der Zorn Gottes. Deswegen ist es der große und schreckliche Tag des Herrn. Am selben Tag nach der Entrückung beginnt der Zorn Gottes. Und damit beschäftigen wir uns jetzt in Offenbarung Kapitel 15, wie der Zorn Gottes langsam beginnt. Genau genommen werden die Plagen, die sieben letzten Plagen des Zornes Gottes, erst in Kapitel 16 ausgegossen. Kapitel 15 ist wie ein Zwischenspiel oder wie eine Einleitung, bevor der Zorn Gottes tatsächlich ausgegossen wird. Schau dir Offenbarung Kapitel 14, Vers 17 an. Und ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist. Und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein weiterer Engel kam vom Altar her, der hatte Vollmacht über das Feuer. Und er wandte sich mit lautem Ruf an den, der die scharfe Sichel hatte, und sprach: Sende deine scharfe Sichel aus und schneide die Trauben des Weinstocks der Erde ab, denn seine Beeren sind reif geworden. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und schnitt den Weinstock der Erde und warf die Trauben in die große Kälte des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und es floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Der Zorn Gottes beginnt nach der Ernte. In Offenbarung Kapitel 14 sehen wir, dass direkt nach der Ernte, direkt nach der Entrückung, der Zorn Gottes angekündigt wird. Er beginnt noch nicht in Offenbarung Kapitel 14, das ist symbolisch, er beginnt noch nicht, das ist eine Vorankündigung des Zornes Gottes. Direkt nach der Ernte kommt ein weiterer Engel, der eine scharfe Sichel auch in der Hand hat, und er wirft eben die scharfe Sichel und schneidet den Weinstock der Erde, und die Trauben werden in die große Kälte des Zornes Gottes geworfen. Johannes sieht dieses Bild, die Offenbarung, der zweite Teil der Offenbarung, ist sehr symbolisch, ist eine Vorankündigung des Zornes Gottes. Was ist die Lehre daraus, dass Johannes dieses Zeichen direkt nach der Ernte, direkt nach der Entrückung sieht? Was ist die Lehre daraus? Die Lehre ist, dass genau an demselben Tag auch der Zorn beginnt. Und das ist etwas, was viele nicht verstehen, dass der Tag des Herrn zweigeteilt ist. Dass an dem Tag des Herrn, am selben Tag, sowohl die Entrückung stattfindet, als auch eben Gottes schrecklicher Zorn beginnt, ausgegossen zu werden. Das ist hier, wie gesagt, symbolisch, was wir lesen, Offenbarung Kapitel 14. Diese Verse sagen den Zorn Gottes voraus, wenn es hier heißt zum Schluss: Und die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, das floss Blut aus der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Das ist nur eine Vorankündigung des Zornes Gottes. Denn, schau dir jetzt Offenbarung Kapitel 15, Vers 1 an, da heißt es: Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche die sieben letzten Plagen hatten. Achte darauf, denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Also der Zorn Gottes wird vollendet mit den sieben letzten Plagen, die noch nicht ausgegossen wurden in Offenbarung Kapitel 14. Die Schalen, die die Engel bekommen, die gefüllt sind mit dem Zorn Gottes, die werden erst ausgegossen in Offenbarung Kapitel 16. Wir finden jetzt nur eine Einleitung in Offenbarung Kapitel 15. Der Zorn Gottes wird in Offenbarung Kapitel 14 schon vorangekündigt. Warum wird das gemacht? Nochmal, um dich zu lehren, dass an demselben Tag beides stattfinden wird, sowohl die Entrückung als auch der Beginn des Zornes Gottes. Also wenn wir jetzt Offenbarung Kapitel 15 lesen und dann auch Offenbarung Kapitel 16, wir befinden uns dabei bei dem Beginn des Zornes Gottes am selben Tag, an dem auch die Entrückung geschehen ist. Das ist etwas, was viele nicht verstehen, aber das ist wichtig. Leute wollen behaupten, der große und schreckliche Tag des Zornes, der große und schreckliche Tag des Herrn, das ist einfach nur ein furchtbarer Tag. Das ist nur, wenn der Zorn Gottes beginnt. Das ist nur, wenn der Herr Jesus Christus als Richter kommt. Aber nein, es ist auch ein wunderbarer Tag für uns. Beides findet statt. Sowohl die Entrückung, als auch, dass der Zorn Gottes
beginnt. Ich hoffe, dass ich habe das eindeutig ausreichend klar gemacht. Erst in Offenbarung Kapitel 16 beginnen dann tatsächlich die Engel, die Schalen des Zornes Gottes auszugießen. Aber wie gesagt, nochmal, der Beginn, der findet am selben Tag statt. Der Zorn Gottes erstreckt sich dann natürlich über 3,5 Jahre, aber er beginnt am selben Tag, wie an dem auch die Entrückung stattfindet. Und das geht alles einher mit der ersten Hälfte der Offenbarung. Und das ist mit der wichtigste Punkt, was ich immer wieder betone, dass die Offenbarung sich wiederholt. Das ist das Werkzeug, das du brauchst, um in deinem eigenen Bibelstudium die Offenbarung besser zu verstehen. Wenn du einmal realisierst, dass die Offenbarung sich wiederholt, dann wirst du die Offenbarung selbst viel besser verstehen. Dann wird es auf einmal Klick bei dir machen und du wirst die Zusammenhänge sehen. Das geht alles einher, was wir hier sehen, die Reihenfolge geht alles einher mit der ersten Hälfte der Offenbarung. In Kapitel 5 der Offenbarung haben wir das Buch mit den 7 Siegeln gesehen. Ein Buch mit 7 Siegeln in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron sitzt. Und das Lamm kommt, Jesus Christus kommt, kommt zum Vater und nimmt das Buch und beginnt dann Stück für Stück eines nach dem anderen Siegel zu öffnen, was wir dann in Offenbarung Kapitel 6 sehen. Und bei dem 6. Siegel, wenn das Lamm, wenn Jesus Christus das 6. Siegel öffnet, was passiert? Sonne und Mond werden verdunkelt, nicht wahr? Und dann sagen an demselben Tag beim 6. Siegel, was sagen die Menschen? Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also wir erfahren, dass das 6. Siegel geöffnet wird an dem Tag, an dem auch der Zorn Gottes beginnt mit dem 7. Siegel. Das 6. und das 7. Siegel werden am selben Tag geöffnet. Dann sehen wir in Offenbarung Kapitel 7 das, was wir zuletzt in Kapitel 14 gelesen haben. Wir sehen in Offenbarung Kapitel 7 genauso wie in Kapitel 14 die 144.000, die versiegelt werden. Wir sehen die Entrückung, Offenbarung Kapitel 14, Jesus kommt auf einer Wolke. Wir sehen die große Schar aus allen Völkern im Himmel, Offenbarung Kapitel 7, die woher kommen, aus der großen Drangsal. Also wir sehen auf verschiedene Art und Weise in beiden Kapiteln, in beiden Hälften der Offenbarung dieselben Ereignisse. Und dann in Kapitel 8 der Offenbarung öffnet das Lamm das 7. Siegel, womit dann der Zorn Gottes beginnt. Aber an welchem Tag findet das statt? Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, wer kann bestehen? Es findet am selben Tag wie das 6. Siegel statt. Es findet, der Zorn Gottes beginnt am selben Tag wie die Entrückung, davor die 144.000. Davor Sonne und Mond werden verdunkelt. Das findet am selben Tag statt. Und wenn das Lamm das 7. Siegel öffnet in Offenbarung Kapitel 8, dann erscheinen 7 Engel. Genauso, was wir jetzt auch in Offenbarung Kapitel 15 lesen. 7 Engel erscheinen, nicht wahr? Das Lamm öffnet das 7. Siegel und es entsteht eine Stille von etwa einer halben Stunde im Himmel. Und an diesem Punkt befinden wir jetzt uns ungefähr, die Bibel sagt das natürlich nicht schwarz und weiß, schwarz auf weiß im zweiten Teil der Offenbarung, die Siegel, die kommen nur vor im ersten Teil der Offenbarung, aber eindeutig wiederholen sich die Ereignisse. Es wird zweimal das Gleiche gesagt, nur anders ausgedrückt. Also müssen wir versuchen, eben das beides in Einklang zu bringen. Und das ist einfach. Ich zeige dir diese Zusammenhänge auf, dass du selbst die Offenbarung besser verstehen kannst bei deinem persönlichen Bibelstudium. 6. Siegel, was geschieht? Sonne und Mond werden verdunkelt. Wir haben 144.000, die versiegelt werden. Die Entrückung geschieht. 7. Siegel, Zorn Gottes beginnt. Aber es ist noch eine halbe Stunde, bevor, nachdem die Schar im Himmel erscheint, nach der Entrückung, eine halbe Stunde, etwa eine halbe Stunde, bevor der Zorn Gottes tatsächlich ausgegossen wird. Und dabei befinden wir uns jetzt ungefähr in Offenbarung Kapitel 15, ungefähr beim 7. Siegel. Das ist ziemlich eindeutig, denke ich, denn das 6. Siegel ist vorbei, die Entrückung ist vorbei, ja, das ist alles geschehen. Jetzt sind wir ungefähr beim 7. Siegel. Wie gesagt, das ist mit der wichtigste Punkt, den du verstehen musst, dass sich die Offenbarung wiederholt. Und ich will dir helfen, dir das aufzuzeigen, das zu verstehen, wie beide Hälften der Offenbarung perfekt miteinander einhergehen. Wir sehen denselben Ablauf der Ereignisse. Das 7. Siegel wird geöffnet. 7 Engel erscheinen, der Zorn Gottes beginnt dann. Genauso sehen wir jetzt auch in Offenbarung Kapitel 15, Vers 1, wozu wir jetzt kommen, schlage auf Offenbarung Kapitel 15. Genauso sehen wir jetzt auch hier 7 Engel. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. 7 Engel, welche die 7 letzten Plagen hatten.
denn mit ihnen ist der Zorn Gottes vollendet. Schau dir Vers 2 an, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt, und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Harfen Gottes. Und dieser Vers ist leicht zu überlesen. Ja, das sind einfach, die Schar im Himmel natürlich. Ja, die Entrückung ist schon geschehen. Natürlich, jetzt sind wir im Himmel, alle Christen. Und Johannes hat uns da schon gesehen. Ja, so sicher ist unsere Erlösung, dass Johannes uns schon im Himmel gesehen hat, obwohl wir noch gar nicht im Himmel sind. Die Schar im Himmel, man kann es leicht überlesen. Okay, das sind halt die Überwinder. Klar, sie haben halt das Tier überwunden. Sie haben den Sieg errungen sozusagen über sein Bild, über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens. Kann man leicht überlesen. Aber das ist so ein extrem wichtiger Vers, wenn es um eine ganz bestimmte Lehre geht. Stell dir die Frage, wer wird im Himmel sein? Laut diesem Vers, wer wird im Himmel sein? Es werden nur die im Himmel sein, welche das Tier, sein Bild und sein Malzeichen überwunden haben. Das heißt, wer sich hat überwinden lassen, wer nicht siegreich hervorgegangen ist, wer kein Überwinder war, sondern wer sich hat überwinden lassen, das Tier angebetet hat und sein Malzeichen angenommen hat, derjenige wird nicht im Himmel sein. Und das ist einfach zu verstehen. Wer wird im Himmel sein? Welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, die werden stehen an dem gläsernen Meer und haben Harfen Gottes. Johannes sieht uns hier schon im Himmel, obwohl wir noch gar nicht im Himmel sind. So sicher ist unsere Erlösung. Weißt du, was das bedeutet? Kein einziger Christ wird jemals das Malzeichen des Tieres annehmen. Aber worauf ich hier wirklich eingehen möchte, ist, dass niemand, der das Malzeichen des Tieres annimmt, gerettet wird. Niemand, wer das Malzeichen des Tieres annimmt, das Tier anbetet, denn das gehört beides zusammen. Das liest man immer im Zusammenhang. Ja. Sie werden das Tier anbeten, sein Bild anbeten, das Malzeichen bekommen auf ihre Stirn oder auf ihre rechte Hand. Keiner von diesen Leuten wird gerettet werden. Niemand von denen wird in den Himmel kommen. Sondern wer wird im Himmel sein? Nur die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens. Schau dir Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 an. Wir springen ein bisschen hin und her. Offenbarung Kapitel 14, Vers 9, da heißt es: Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, es geht beides Hand in Hand. Du kannst nicht das eine oder das andere haben. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Also zweimal wird in diesen Versen gesagt, Offenbarung 14, 9, 10 und 11, zweimal wird gesagt, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Malzeichen mit seiner Stirn auf seine Hand annimmt. Und dann nochmals, die das Tier und sein Bild anbeten und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Was ist wohl die Aussage der Verse? Worum geht es hier wohl? Wenn du das Tier und sein Bild anbetest, das Malzeichen annimmst, dann wirst du den Zorn Gottes mit voller Kraft erfahren. Wenn du das Tier anbetest und sein Malzeichen annimmst, dann wirst du zur Hölle fahren und keine Ruhe haben Tag und Nacht. Das ist nicht schwer zu verstehen. Und ich werde dir gleich sagen, warum ich darauf so eingehe. Oftmals zitieren wir diese Verse natürlich, um zu belegen, dass die Hölle ewig ist. Und das ist richtig. Das ist etwas, was diese Verse lernen. Dass die Hölle ewig ist. Sie werden keine Ruhe haben Tag und Nacht. Sie werden für immer gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm in Christi Anwesenheit. Nicht irgendwie getrennt von Gott oder so. Und das ist etwas, was die Verse lehren. Aber was ist die primäre Anwendung von diesen Versen? Lass uns auf die primäre Anwendung Acht geben. Was ist die primäre Anwendung davon? Was ist die Aussage? Wenn du das Malzeichen annimmst, wenn du das Tier anbetest, bist du verworfen. Ja. Du wirst unvermischt aus dem Kelch des Zornes Gottes trinken. Du wirst mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden von den heiligen Engeln und von dem Lamm. Und nur um das nochmal klarzustellen, der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Ach so, und wer das Malzeichen seines Namens annimmt. Zweimal wird es wiederholt. Die Bibel ist voll von Wiederholungen. Nicht ohne Grund.
Manchmal sind wir als Christen wie kleine Kinder, denen man etwas immer und wieder sagen muss, damit wir es uns merken, nicht wahr? Die Bibel ist voll von Wiederholungen. Gott macht das bestimmt nicht ohne Grund. Oh, die Bibel ist so repetitiv. Es wird alles so wiederholt. Ja, weil wir das brauchen. Und schau, wenn man einem Kind sagt, zieh deine Schuhe an. Hey, zieh deine Schuhe an. Verschwende jetzt nicht deine Zeit. Wir müssen gehen. Ja, warum sagt man das zweimal? Weil es wichtig ist. Also wenn die Bibel hier uns zweimal sagt, wenn jemand das Tier anbetet, sein Mahlzeichen annimmt, du wirst mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Ach so, und die das Tier und sein Bild anbeten, die werden keine Ruhe haben Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Abends annimmt, dann ist das sehr wichtig. Die primäre Anwendung, die primäre Aussage ist, wenn du das Tier und sein Bild anbetest und sein Mahlzeichen annimmst, bist du verworfen. Du wirst zur Hölle fahren. Dagegen schlage 1. Johannes Kapitel 5 auf. 1. Johannes Kapitel 5. Das ist leicht zu finden, einfach nur ein bisschen zurückblättern von der Offenbarung 1. Johannesbrief Kapitel 5. Dagegen werden im Himmel nur diejenigen sein, die überwunden haben. Die siegreich hervorgegangen sind. Die als Überwinder hervorgegangen sind. Über das Tier und über sein Bild, über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens. Nur die werden im Himmel sein. Sprich, alle, die das Mahlzeichen annehmen werden, die sich haben überwinden lassen, die werden in der Hölle sein. Sie werden keine Ruhe haben Tag und Nacht. Außerdem lernen wir daraus, dass wir als Christen das Mahlzeichen des Tieres niemals annehmen werden. Ja, denn es wird keiner im Himmel sein, der nicht als Überwinder hervorgegangen ist. Schau dir jetzt 1. Johannes Kapitel 5 an. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ja, womit erreichen wir den Sieg? Was ist der Sieg über diese Welt? Ist das unsere eigene Kraft? Ist es unser eigenes Ausharren? Nein, der Sieg. Wie erringen wir den Sieg? Wie sind wir Überwinder? Durch unseren Glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nächster Vers. Wer ist es, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also, wir sehen in diesen Versen, 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, dass Sieg und Überwinden einhergehen. Ja, wir werden Überwinder sein, wir werden Sieger sein. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wir werden den Sieg erringen über die geistlichen Mächte der Bosheit. Wir werden den Sieg erringen über die gottlosen, satanischen Mächte der Welt. Über den Antichristen. Aber wie? Ja, nicht durch eigene Kraft, sondern unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also die Bibel gibt uns hier die Verheißung, jeder, der an Jesus glaubt, der ist ein Überwinder. Ja. Wodurch sind wir Überwinder? Weil Christus diese Welt überwunden hat. Und was wir daraus lernen im Zusammenhang mit der Offenbarung ist, dass wir nicht verführt werden können vom Antichristen. Wir können nicht verführt werden. Und du denkst vielleicht, okay, das ist jetzt nicht so super eindeutig, aber lass mich vorlesen, Matthäus Kapitel 24, Vers 24. Du kannst Offenbarung Kapitel 3 aufschlagen. Ich lese vor aus Matthäus Kapitel 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Acht auf diese Wortwahl. Sie werden große Zeichen Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Wenn möglich, dann würden sie das tun, aber es ist nicht möglich. Warum? Denn jeder, der aus alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wer ist es, wer die Welt überwindet? Wer das alles überwindet? Ja. Wer ist es, wer die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir als Auserwählte, wir können nicht verführt werden. Und es ist nicht so, dass wir durch unsere eigene Kraft überwinden, sondern wir haben den Heiligen Geist, wir sind gerettet, Christus hat überwunden und wir haben dadurch den Sieg und werden nicht verführt werden vom Antichristen. Die Stelle, die ich vorgelesen habe aus Matthäus Kapitel 24, Vers 24, das steht direkt nach dem Gräuel der Verwüstung. Nicht direkt danach, aber der Gräuel der Verwüstung ist geschehen in Matthäus Kapitel 24. Und was geschieht beim Gräuel der Verwüstung? Der Antichrist tritt an die Macht, nicht wahr? Und dann tritt natürlich auch der falsche Prophet auf. Und was wird der falsche Prophet tun? Was wird das Tier aus der Erde tun, was wir in Offenbarung Kapitel 13 gelesen haben? Das Tier, das aus der Erde aufsteigt, das Hörner hat wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Es übt dieselbe Vollmacht des ersten Tieres aus.
Und es tut große Zeichen Wunder, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen, sagt die Bibel in Offenbarung Kapitel 13. Nicht wahr? Und sie werden viele verführen. Und wenn möglich, würden sie auch die Außerwelten verführen. Aber es ist nicht möglich. Wir werden nicht verführt werden. Offenbarung Kapitel 13, da bist du jetzt, schau dir Vers 8 an. Wer wird den Antichristen anbeten und sein Mahlzeichen annehmen? Wer wird das sein? Wir werden nicht verführt werden, wir können nicht verführt werden. Denn wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir können nicht verführt werden. Wir werden niemals irgendwie denken, der Antichrist ist Jesus. Nein. Offenbarung Kapitel 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Aber jetzt achte darauf, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Also, es werden, hier heißt es zwar erstmal, alle, die auf der Erde wohnen, aber du musst weiterlesen. Alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Erstmal kommt der Antichrist, wir werden den noch miterleben. Dann kommt Jesus wieder. Wir werden nicht verführt werden. Alle, die im Himmel sein werden, das werden Überwinder sein, die überwunden haben durch den Glauben an Jesus Christus, die dadurch unmöglich verführt werden können von dem Antichristen, die das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen werden. Nur Überwinder werden im Himmel sein. Alle anderen werden in der Hölle schmoren, die sich haben überwinden lassen. Wer wird den Antichristen anbeten? Nur die, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Aber über uns als Christen heißt es, Verzeihung, ich habe gesagt, du bist in Offenbarung Kapitel 13, aber ich habe dich Offenbarung Kapitel 3 aufschlagen lassen. Über uns Christen heißt es jetzt in Offenbarung Kapitel 3 in Vers 5, wer überwindet, achte darauf, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also wir, die wir überwinden, und Leute verdrehen gerne diese Verse, deswegen muss ich darauf eingehen, nicht wahr? Oh, du musst überwinden. Und sie denken dabei irgendwie an eigene Kraft. Irgendwie sich nicht verführen lassen und standhaft bleiben, standhaft durchhalten. Ja, wenn du standhaft ausharrst, dann wirst du es bis zur Entrückung schaffen, ohne getötet zu werden vielleicht. Aber wenn es um geistliche Dinge geht, wie überwinden wir, was damit gemeint, wenn wir die Bibel, wenn wir Geistliches geistlich erklären, was damit gemeint, an Jesus Christus zu glauben? Wer überwindet, sprich, wer an Jesus Christus glaubt, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und Jesus will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Wenn jemand das Mahlzeichen annimmt, sprich, wenn jemand das Tier anbetet, denn das geht beides, immer wieder sehen wir das, miteinander einher, es gibt nicht das eine oder das andere. Wenn jemand das Mahlzeichen annimmt, dann ist sein Name ausgelöscht. Entweder wird dadurch sein Name ausgelöscht oder sein Name war schon ausgelöscht und dadurch fällt er auf den Antichristen rein, weil er verworfen ist. Wenn jemand das Mahlzeichen annimmt, dann ist sein Name ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Dagegen heißt es über uns als Christen, dass unser Name nicht ausgelöscht werden kann. Jesus wird unseren Namen nicht auslöschen, weil wir überwunden haben. Wir haben geglaubt. Also, wer wird das sein, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt? Das werden grundsätzlich Ungläubige sein, deren Name entweder durch das Anbeten des Antichristen, durch das Annehmen des Mahlzeichen des Tieres ausgelöscht wird oder deren Name schon ausgelöscht war, weil sie schon vorher verworfen waren und daher den Antichristen anbeten werden und so weiter. Warum gehe ich darauf ein? Nun, es gibt einen Irrlehrer namens John MacArthur. John MacArthur ist ein Pastor aus den USA, der aber auch in Deutschland sehr bekannt ist. Die meisten von euch werden garantiert diesen Namen schon mal gehört haben. Es gibt eine beliebte Studienbibel, die John MacArthur Studienbibel. Leider hat er, dieser Hund, die Schlachter 2000 dafür verwendet. Die großartige Übersetzung. John MacArthur ist ein bekannter Name, auch in Deutschland leider. Und was sagt John MacArthur, was passiert, wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt? Nun, wir verstehen, wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt, er kann nicht mehr gerettet werden. Warum? Nun, die Bibel sagt, zweimal betont die Bibel, hey, du wirst gepeinigt werden. Ja, und dann nochmal. Du wirst keine Ruhe haben Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen des Tieres annimmt. Wir haben eindeutig gelesen, im Himmel werden nur Überwinder sein. Niemand, der sich hat überwinden lassen. Wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt, das bedeutet, dass sein Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes. Sein Name wurde ausgelöscht. Dagegen, wir als Christen, unser Name wird nicht ausgelöscht.
Also jemand, der das Maßstab des Jesus annimmt, der kann nicht mehr gerettet werden. Aber was sagt John MacArthur? Ich habe ein Zitat. Er sagt, die Frage ist nun, ob man, wenn man in der Trübsalzeit lebt und dieses Mahlzeichen annimmt, mit anderen Worten, wenn man sich mit dem Reich des Tieres identifiziert, ob man dann noch erlöst werden kann. Und ich denke, die Antwort darauf ist ja. Ich denke, die Antwort darauf ist ja. Schau, das ist Irrlehre. Das ist, da könnte man genauso gut sagen, hey, wenn du in der Hölle bist, dann gibt es immer noch Hoffnung für dich. Dann könnte man genauso gut sagen, wenn dein Name ausgelöscht ist aus dem Buch des Lebens, dann kann der Name auch wieder eingetragen werden. Könnte man genauso gut sagen, wenn du verworfen bist, dann kannst du doch noch gerettet werden, indem du an Jesus glaubst. Ich gehe gleich noch darauf ein, dass es so etwas nicht gibt, wie nochmals eingetragen werden in das Buch des Lebens. Sowas gibt es nicht. Ich denke, die Antwort darauf ist ja. Andernfalls gäbe es am Ende der Trübsalzeit für niemanden eine Erlösung. Und das ist eine dümmliche Aussage. Andernfalls gäbe es am Ende der Trübsalzeit für niemanden eine Erlösung. Er sagt im Grunde genommen, am Ende der Trübsalzeit würde einfach jeder das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge aus der Hölle, das ist eine Irrlehre. Wir werden das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Ja, warum? Weil wir Überwinder sind. Ja. Und es gibt im Himmel diejenigen, wir Christen, die überwunden haben, die eben nicht das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Das ist eine dumme Aussage auch deshalb, weil viele Ungläubige auch nicht das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden. Ich meine, schau, Ungläubige, die den Zorn Gottes hindurch miterleben werden, ja, Ungläubige werden zusammen mit uns als Christen das Kommen des Antichristen miterleben. Sie werden auch die Entrückung miterleben, nur sie werden nicht mit entrückt. Und sie werden dann 3,5 Jahre den Zorn Gottes durchleben. Ungläubige. Und natürlich die ganze Zeit hindurch wird man sie dazu drängen, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Nun, was ist mit Ungläubigen, die Jesus haben kommen sehen, nicht an ihn geglaubt haben, sie haben die Entrückung gesehen, sie haben nicht an Jesus geglaubt? Glaubst du allen Ernstes, dass Leute, die ganz einfach offensichtlich nicht an Gott glauben wollen, an den Antichristen auf einmal glauben? Das macht keinen Sinn. Natürlich wird es immer Hardcore-Atheisten geben, es wird immer Anarchisten geben, die sagen, kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat, nicht wahr? Die ganz einfach sich keiner Autorität unterordnen wollen, egal ob das jemand ist, der sich als Gott ausgibt und tatsächlich große Zeichen Wunder tut, wie es der Antichrist durch die Kraft des Teufels tun wird. Es gibt immer Leute, die sich Autorität nicht unterordnen wollen und die niemals einen Gott allgemein gesprochen annehmen werden. Nein, nicht jeder wird das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Aber lass uns einfach ein Gedankenspiel spielen, okay? Lass uns ein Gedankenspiel spielen. Jemand nimmt das Zeichen an und wird gerettet. Natürlich ist das bescheuert, aber schau. Ich habe kein Problem damit, einfach mich hineinzuversetzen in eine andere oder auch in eine Irrlehre. Und einfach mal durchzuspielen, einfach mal das Gedankenspiel durchzuspielen. Es wird dir als geretteten Christen niemals schaden, dich mit falschen Lehren auseinanderzusetzen. Sondern weißt du, was geschehen wird? Du wirst in der Lehre gefestigt werden. Wenn du dich mit falschen Lehren auseinandersetzt, wie du kannst dein Heil verlieren oder so, das wird deinen Glauben tatsächlich festigen. Trübsal, Bedrückung, Bedrängnis, falsche Propheten, falsche Lehre. Letzten Endes, hey, alles muss uns zum Besten dienen, lehrt die Bibel, nicht wahr? Und oftmals, wenn ich mit falschen Lehren konfrontiert wurde, hat mich dazu gedrängt, die entsprechenden Stellen genauer zu studieren. Das hat mich in meinem Glauben gefestigt. Okay, also wo ist das Problem? Dann lass uns doch einfach mal diesen Gedanken annehmen. Okay, angenommen, dies ist ein dummer Gedanke, weil es nicht geschehen wird. Ist nicht, dass wir das tatsächlich glauben. Aber was wäre, wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt und dann glaubt er an Jesus? Okay. Lass mich dir erklären, was das bedeuten würde. Das würde bedeuten, dass Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 bis 11 nicht stimmt. Das ist, was das bedeuten würde. Jemand nimmt das Mahlzeichen des Tieres an, die Bibel sagt, zweimal betont die Bibel, du wirst mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden. Du wirst keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Nun, das würde an dem Punkt dann nicht mehr stimmen, was da steht, wenn jemand das Mahlzeichen annimmt und gerettet wird. Außerdem würde das bedeuten, dass jemand in den Himmel kommt, der sich hat überwinden lassen. Nun, laut Offenbarung Kapitel 15, Vers 2. Was sagt die Bibel dagegen? Werden im Himmel nur diejenigen sein, die als Überwinder hervorgegangen sind über das Tier und über sein Bild.
über sein Mahlzeichen, über die Zahl seines Namens. Nur die werden im Himmel sein. Aber würde jemand, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt und gerettet wird, wäre das tatsächlich möglich? Dann würde es bedeuten, dass jemand im Himmel sein wird, der sich hat überwinden lassen, der kein Sieger war, sondern ein Verlierer. Aber im Himmel werden nur Sieger sein. Sieger warum? Weil wir an Jesus Christus geglaubt haben. Also nur Ungläubige werden das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Und wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt, dann kann er nicht mehr gläubig werden. Sein Urteil steht schon fest. Wäre es möglich, dass er gläubig wird, würde Offenbarung Kapitel 14, Vers 9 nicht stimmen. Dann wäre jemand im Himmel, der sich hat überwinden lassen. Es würde außerdem bedeuten, dass sein Name wieder eingetragen wird in das Buch des Lebens. Ja? Wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt und er würde rein theoretisch gerettet werden, dann würde es bedeuten, dass sein Name wieder eingetragen wird in das Buch des Lebens. Und ich denke, das ist wirklich der wichtigste Punkt. Und das ist so eindeutig, wie dumm auch ganz einfach diese Lehre ist. Was ist für eine Irrlehre ist? Leute denken, aber wenn wir gerettet werden, dann wird doch unser Name eingetragen ins Buch des Lebens. Ja? Und schau, jemand, der sowas denkt, das heißt nicht, dass der nicht gerettet ist oder so. Leute, das ist natürlich etwas, womit sich viele Christen nicht wirklich beschäftigen, das Buch des Lebens und so weiter. Okay, natürlich kann man dazu falsch liegen, aber wenn du dich damit beschäftigst und diese Lehre nicht kapierst, ich meine, das ist alles nicht schwer zu verstehen. Aber wenn wir gerettet werden, dann wird unser Name doch eingetragen. Okay, dann lass uns jetzt zusammen nach einem Vers suchen in der Bibel, wo Errettung im Zusammenhang steht mit dem Buch des Lebens. Ja? Wenn du diese Theorie hast, wenn jemand gerettet wird, dann wird er eingetragen ins Buch des Lebens, denn das ist, was geschehen müsste, wenn jemand, der das Mahlzeichen des Tieres annimmt, sprich, das Tier anbetet, und über diejenigen heißt es, dass ihre Namen nicht stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Wenn jemand das Mahlzeichen des Tieres annimmt und dann angeblich gerettet wird, dann müsste sein Name wieder eingetragen werden. Lass uns also einen Vers finden, wo Errettung im Zusammenhang mit dem Buch des Lebens steht. Okay, lass uns suchen. Ah, okay, ich habe einen Vers. Offenbarung Kapitel 3, Vers 5 haben wir schon gelesen. Und du kannst es gerne nochmal aufschlagen, aber wir haben das schon gelesen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, wer überwindet, ja, das ist der Errettungsteil. Wir suchen nach einem Vers, wo es um Errettung und Buch des Lebens geht. Denn die Theorie ist, wenn du gerettet wirst, wirst du eingetragen ins Buch des Lebens. Wer überwindet, sprich, wer an Jesus glaubt, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen eintragen in das Buch des Lebens. Aber das ist nicht, was hier steht, oder? Sondern hier steht, ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Schau, wenn jemand gerettet wird, was ist die Folge? Dass sein Name nicht ausgelöscht wird aus dem Buch des Lebens. Das muss also bedeuten, dass sein Name schon vorher, bevor derjenige gerettet wurde, als er noch ungläubig war, dass sein Name schon drin gestanden hat. Schau, hier ist das Ding. Was lernen wir daraus? Es bedeutet, dass um gerettet zu werden, dein Name im Buch des Lebens schon drinstehen muss. Um überhaupt gerettet zu werden, damit Jesus sagen kann, ich will deinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, muss dein Name doch schon drinstehen vorher im Buch des Lebens des Lammes. Was lernen wir daraus? Jeder Ungläubige steht erstmal grundsätzlich schon im Buch des Lebens. Wenn jemand gerettet wird, dann wird sein Name nicht ausgelöscht. Was lernen wir daraus? Im Buch des Lebens zu stehen, bedeutet nicht gerettet zu sein, sondern es bedeutet, die Chance zu haben, gerettet zu werden. Die Chance zu haben, dass dein Name nicht ausgelöscht wird. Wenn du diese Chance nicht nutzt, dann wird dein Name spätestens dann ausgelöscht, wenn du stirbst, ohne an Jesus geglaubt zu haben. Oder dein Name wird ausgelöscht, wenn du den Heiligen Geist lästerst, keine Vergebung mehr hast in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Oder wenn du verworfen wirst dadurch, dass du den Antichristen anbetest und sein Mahlzeichen annimmst. Denn nur diejenigen werden den Antichristen anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Aber das heißt, ihre Namen standen mal geschrieben. Ihre Namen standen mal geschrieben. Ansonsten könnte die Bibel über jemanden, der gerettet wird, über jemanden, der überwindet, nicht sagen, dass sein Name nicht ausgelöscht wird. Sein Name muss schon drin gestanden haben. Jemand, der ausradiert wurde aus dem Buch des Lebens, der hat keine Chance mehr, gerettet zu werden. Denn wir haben jetzt einen Vers gefunden, in dem es um Errettung geht im Zusammenhang mit dem Buch des Lebens. Und was lesen wir da?
Der Name wird nicht eingetragen, sondern der Name wird nicht ausgelöscht. Das ist das Versprechen. Schau dir das Buch des Lebens in der Bibel an. Immer und immer wieder geht es darum, dass Namen ausgelöscht werden, ausradiert werden. Es gibt keinen Vers, wo drin steht, dass ein Name hinzugefügt wird. Diesen Vers gibt es nicht. Mit anderen Worten, wenn du einmal ausradiert bist aus dem Buch des Lebens, wenn dein Name einmal ausgelöscht ist, dann kannst du nicht wieder eingetragen werden, dann hast du keine Chance mehr, gerettet zu werden. Wenn du das Malzeichen des Tieres angenommen hast, dann hast du keine Chance mehr, gerettet zu werden. Also, Gedankenspiel, jemand nimmt das Zeichen an und wird gerettet, das macht keinen Sinn. Wir haben uns sämtliche Sachen angeschaut, was es bedeuten würde. Offenbarung 14, Vers 9 bis 11 würde nicht stimmen. Jemand würde in den Himmel kommen, der sich hat überwinden lassen, geht nicht. Sein Name müsste wieder eingetragen werden, das Buch des Lebens des Lammes. Das ist, finde ich, das Eindeutigste. Geht nicht. Also, ein Name wird niemals hinzugefügt, nur ausgelöscht. Oder nicht ausgelöscht. Ja, wenn wir gerettet werden. Einmal ausgelöscht, dann bist du immer ausgelöscht. Du bist verworfen, du hast keine Hoffnung auf Erlösung mehr. Menschen, die das Malzeichen annehmen, sind ausgelöscht. Oder sie werden dadurch ausgelöscht, dass sie das Malzeichen des Tieres annehmen. Entweder sie sind schon ausgelöscht, sie sind schon verworfen und werden halt den Antichristen anbeten. Ja. Oder sie sind einfach ungläubig, unentschieden, beten da den Antichristen an. Dadurch lehnen sie quasi Jesus ab, denn was wird der Antichrist sagen, dass er Jesus sei, nicht wahr? Sie beten den Antichristen an, nehmen das Malzeichen an und dadurch wird dann ihr Name ausgelöscht aus dem Buch des Lebens. Das sind die zwei Optionen. Denn, warum sage ich das, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Also was John MacArthur sagt, ja, du kannst doch gerettet werden. Das ist Irrlehre, das ist eine bizarre Lehre. Und der Typ ist ganz einfach geistig natürlich total blind. John MacArthur ist ein Wolf, ein dreckiger Irrlehrer, von dem du dich fernhalten solltest. Ein Antichrist, der das Blut Jesu ablehnt. Der sagt, dass du immer noch gerettet werden kannst, wenn du das Malzeichen des Tieres angenommen hast. Schau, das ist eine finale Entscheidung, das Malzeichen des Tieres anzunehmen. Das ist eine eindeutige Sache. Du wirst verdammt werden, du hast dich überwinden lassen, du kannst nicht in den Himmel kommen, es gibt keine Chance mehr für dich, keine Hoffnung mehr, weil dein Name ausgelöscht ist. Aber was wäre, wenn derjenige dann doch noch gerettet werden würde? Schau, erstens, derjenige will nicht mehr gerettet werden, denn was sagt die Bibel über Verworfene, dass sie Gott hassen? Ja, sie wollen nicht gerettet werden. Aber spielen wir das Gedankenspiel. Was wäre, wenn derjenige gerettet werden wollte? Ja, sein Name wurde zwar ausgelöscht, aber er möchte noch gerettet werden. Wie gesagt, wird nicht passieren. Aber spielen wir dieses Gedankenspiel. Weißt du, was Gott sagen würde? Der Name steht hier nicht drin, mein Freund. Weiche von mir. Habe ich nicht gefunden, deinen Namen. Muss schon lange ausradiert sein. Keine Hoffnung mehr, keine Chance mehr. Lass uns weitergehen zu Offenbarung Kapitel 15, Vers 2. Da heißt es, und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer, diesen Vers hatten wir schon gelesen, mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren, über das Tier und über sein Bild und über sein Malzeichen, über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Im Himmel werden nur Überwinder sein, nur Leute sein, die den Sieg errungen haben durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist ganz einfach, worum es geht. Leute, die nicht das Malzeichen des Tieres angenommen haben. Dann heißt es weiter in Vers 3, und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig, ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Sie singen, was für ein Lied? Sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Also das Lied des Lammes ist das, was sie sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen, wer sollte dich nicht fürchten, und so weiter, ist das Lied des Lammes. Also sie singen auch das Lied Moses, des Knechtes Gottes, nicht wahr? Wir im Himmel, wir als gerettete Schar aus allen Völkern, wir werden im Himmel das Lied Moses singen. Was hat es mit diesem Lied Moses auf sich? Schlage 5. Mose Kapitel 31 auf. 5. Mose Kapitel 31. Das Lied Moses sollte ein Lied sein, das gegen Israel zeugt. Das gegen Israel zeugt, wenn sie von dem Herrn abfallen würden. Denn Gott hat Mose gesagt, hey, im Grunde genommen, wenn dieses Volk in das Land gehen wird, sie werden sicherlich abweichen, sie werden sich sicher Götzen zuwenden, sie werden abfallen und du sollst dieses Lied in ihren Mund legen, dass es gegen sie zeugt, sagt Gott ungefähr.
Das ist die Aussage, die wir dann lesen, 5. Mose, Kapitel 31. Das Lied sollte gegen Israel zeugen, wenn sie vom Herrn abfallen. Wie würde das passieren? Wie ist das passiert damals? Nun, Lieder bleiben uns in Erinnerung, nicht wahr? Manchmal haben wir Ohrwürmer, die wir gar nicht haben wollen. Manchmal haben wir Lieder im Kopf und denken so, geh raus. Und dieses Lied, das eben gelehrt wurde, das von Generation zu Generation in Israel weitergegeben werden sollte, das ist den Kindern im Kopf geblieben. Also wenn sich dann die Kinder abgewandt haben vom Herrn, sich Götzen zugewandt haben, dann hatten sie immer noch ein Lied im Kopf. Dann hatten sie immer noch diesen Ohrwurm, der gegen sie zeugt. Wie gottlos und zurückgefallen sind, wie böse sie sind. Dieses Lied gegen sie selbst, das werden sie im Kopf haben. Also auch wenn Israel sich nicht an den Herrn erinnern wollte, dann hatten sie wahrscheinlich doch dieses Lied im Kopf, das gegen sie zeugte. Jetzt lassen wir uns 5. Mose 31, Vers 19 lesen. Schaut dir Vers 19 an. Da heißt es, so schreibt euch nun dieses Lied auf und du sollst es die Kinder Israels lehren. Lege es in ihren Mund, damit mir dieses Lied ein Zeuge sei gegen die Kinder Israels. Denn ich werde sie in das Land bringen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe, in dem Milch und Honig fließt. Und sie werden essen und satt und fett werden. Und sie werden sich anderen Götzen zuwenden und ihnen dienen. Und mich werden sie verachten und meinen Bund brechen. Und wenn sie dann viele Übel und Drangsale getroffen haben, soll dieses Lied gegen sie Zeugnis ablegen. Denn es soll nicht vergessen werden im Mund ihrer Nachkommen. Denn ich kenne ihre Gedanken, mit denen sie jetzt schon umgehen, ehe ich sie in das Land bringe, das ich ihnen zugeschworen habe. Also hier sehen wir, das Lied sollte gegen sie zeugen. Sie werden abfallen, sagt Gott. Es wird geschehen. Und dann werden sie sich an dieses Lied erinnern. So schrieb Mose an jenem Tag dieses Lied auf und lehrte es die Kinder Israels. Lass uns jetzt also dieses Lied lesen. Was ist das Lied Moses, das wir dann selbst als gerettete Schar aus allen Völkern im Himmel singen werden? Es ist ein ziemlich zorniges Lied. Es ist ein Lied, das gegen Israel zeugt. Also, bevor wir uns das Lied anschauen, was ich sehr interessant finde, dass wir im Himmel ein Lied singen werden, das gegen Israel zeugt. Also man könnte denken, im Himmel, dann werden wir nicht mehr daran denken oder so. Nein, im Himmel werden wir immer noch ein Lied singen, das gegen Israel zeugt, wie es vom Herrn abgefallen ist. Ich weiß nicht, gilt das schon als Antisemitismus oder was? Ach schau, das ist die Bibel. 5. Mose 32. Ja, lass uns jetzt dieses Lied lesen. 5. Mose 32, Vers 1. Da heißt es, horcht auf, ihr Himmel, denn ich will reden. Und du, Erde, höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre triefe wie der Regen, meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschau auf das Gras und wie die Tropfen auf das Grün. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, achte darauf. Vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Ist es nicht interessant, dass wir kurz bevor Gottes Zorn beginnt, kurz bevor Gottes Zorn ausgegossen wird, ein Lied singen werden, das Gottes Gerechtigkeit bezeugt? Kurz bevor Gottes Zorn ausgegossen wird, die 7 Schalen ausgegossen werden des Zornes Gottes, werden wir ein Lied singen, in dem wir sagen, dass Gott gerecht ist, zornig zu sein. Dass alle Taten Gottes gerecht sind. Gottes Zorn, mein Freund, ist gerecht. Gottes Zorn ist richtig. Gottes Zorn ist berechtigt. Gottes Zorn ist gerechtfertigt. Gottes Zorn ist herrlich, heilig und richtig und gut. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Gerecht ist Gott, die Welt zu richten. Gerecht ist Gott, Feuer und Schwefel herabregnen zu lassen, Hagel herabregnen zu lassen. Gerecht ist Gott, die Wasser in Blut zu verwandeln. Gerecht ist Gott, dass die Sonne die Menschen versenkt, dass sie schreien. Gerecht ist Gott, dass Heuschrecken aus der Hölle kommen werden, die sie quälen werden. Nicht töten werden, sondern quälen werden. Gerecht ist Gott, so die Welt zu richten. Gerecht und aufrichtig ist er. Kurz bevor Gottes Zorn ausgegossen wird, werden wir Gottes Gerechtigkeit besingen. Wir werden sagen, Amen, gerecht bist du, Herr, dass du so richtest über die Erde. Zornig bist auf alle Gottlosen, für die es eine unvorstellbare Zeit sein wird. Unvorstellbares Ausmaß von Gottes Zorn. Hölle auf Erden. Leute reden irgendwie von der Hölle auf Erden. Die Hölle ist doch schon auf Erden. Wovon redest du, Alter?
Das wird wirklich schon fast Hölle auf Erden sein, der Zorn Gottes, den wir nicht miterleben werden. Wir werden im Himmel sein und singen, darüber singen, wie gerecht Gott ist, so die Erde zu richten. Offenbarung Kapitel 15, Vers 4, da heißt es, wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Du musst es nicht aufschlagen, du bleibst in 5. Mose 32, bleib dort. Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Alle Völker werden, natürlich die gerettet sind, aber dann auch im tausendjährigen Reich. Ja. Sie werden kommen und niederfallen, sie werden anbeten. Warum? Was ist die Begründung? Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wir werden ein Lied singen, das gegen Israel zeugt. Wir werden ein Lied singen über den Zorn Gottes. Ein Lied darüber, wie gerecht Gott ist, zornig zu sein. Und Leute sagen immer, kommen diesen Spruch daher, Gott ist noch nicht fertig mit Israel, Anselm. Gott ist doch noch nicht fertig mit Israel. Genau, Gott ist noch nicht fertig mit Israel, weil nämlich die heilige Stadt noch 42 Monate lang, 3,5 Jahre lang zertreten wird von den Heidenvölkern. Genau, also Gott ist noch nicht fertig mit Israel. Und natürlich, der Zorn Gottes richtet sich gegen die gesamte Menschheit, gegen die ganze Erde. Aber Israel spielt während des Zornes Gottes eine Rolle. Die heilige Stadt insbesondere wird zertreten werden von den Heidenvölkern 42 Monate lang, nicht wahr? Wir werden ein Lied singen, das gegen Israel zeugt. 5. Mose 32, da bist du weiterhin, da ist es weiter in Vers 15, spring runter zu Vers 15, da wurde Jeschurun fett und schlug aus. Jeschurun ist einfach anderer Name für Israel. Du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde Götter, durch Greuel erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte. Und dessen ist natürlich nicht nur Israel schuld. Nicht nur Israel hat sich durch Götzendienst versündigt. Das ist, worum es hier geht. Ja, sie haben Dämonen angebetet. Alle Götzen sind Dämonen. Deine Maria ist ein Dämon. Ja, du betest nicht wirklich zu Maria, die gerade im Himmel ist, sondern du betest zu einem Dämon. Und auch irgendein falscher Jesus ist ein Dämon. Der Jesus der Mormonen ist ein Dämon. Dessen sind natürlich nicht, ist natürlich nicht nur Israel schuld, dass sie sich abgewandt haben vom Herrn, sich Dämonen zugewandt haben. Das machen auch andere Völker. Ich meine, der Zorn Gottes, wie gesagt, bezieht sich natürlich auf die ganze Erde. Also auch dieses Lied, das natürlich sich hauptsächlich auf Israel bezieht, ein Zeuge gegen Israel ist. Wir werden das im Neuen Testament singen. Ja, wir werden das im Himmel singen, während Gott seinen Zorn über die ganze Erde ausschüttet. Vieles hier lässt sich natürlich auf die ganze Erde beziehen. Offenbarung 9, Vers 20, du kannst weiterhin 5. Mose 32 bleiben. Offenbarung 9, Vers 20, da heißt es, und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie werden sich nicht abwenden von ihrem Götzendienst und Gott wird sie richten, Gott wird sie quälen, sie werden schreien. Es wird eine furchtbare Zeit sein und wir werden einfach darüber singen im Himmel, wie gerecht Gott ist, das zu tun, so die Erde zu richten. 5. Mose 32, Vers 21, da heißt es jetzt weiter in dem Lied Moses, das wir dann singen werden in Offenbarung Kapitel 15, wenn wir im Himmel sein werden. 5. Mose 32, Vers 21, schau dir an, da heißt es, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen. Du kannst 1. Petrus Kapitel 2 aufschlagen, schlage den 1. Petrusbrief Kapitel 2 auf. Aber du solltest dir vielleicht ein Lesezeichen machen in 5. Mose 32, dass du wieder zurückkehren kannst zu 5. Mose 32. Schlage du 1. Petrus Kapitel 2 auf. Dieser Vers, so will auch ich sie zur Eifersucht reizen, durch das, was kein Volk ist, durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen, der wird zitiert im Neuen Testament. In Römer Kapitel 10, Vers 19, da heißt es, aber ich fragte, hat es Israel nicht erkannt? Schon Mose sagt, ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten.
Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Und das ist übrigens ein interessanter Vers, bevor ich jetzt zur eigentlichen Interpretation komme. Das ist ein interessanter Vers, wenn es ums Thema Seelengewinnen geht. Ja, auf der einen Seite ist es so, dass Gott uns leitet. Herr, wir beten dafür, dass Gott uns leitet zu den Menschen, die das Evangelium hören wollen, die bereit sind. Und ja, Gott leitet uns. Aber weißt du was? Es ist nicht so, dass auf der anderen Seite, dass wir nur zu Menschen sprechen, die Gott schon vorbereitet hat und dass es alles vorherbestimmt ist, sondern wir werden auch zu Menschen sprechen, die nicht nach Gott suchten, die nicht nach Gott gefragt haben. Und das ist auch toll zu wissen, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden, die nicht nach Gott fragen, die nicht nach Gott suchen. Und jemand hat mal mir diese Frage gestellt. Wie ist es beim Seelengewinn? Ja, so ungefähr. Werden wir nur zu den Menschen gehen, zu denen Gott uns leitet? Aber ich habe diesen Vers gezeigt. Der Vers ist eindeutig. Nein. Hier sagt die Bibel, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Gott wird durch uns als Seelengewinner gefunden von denen, die Gott nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Aber jedenfalls, dieser Vers wird zitiert im Neuen Testament. Ich will euch zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Und dann sagt die Bibel, Jesaja aber wagt sogar zu sagen im nächsten Vers, ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. Was sagt uns hier die Bibel? Hey, die Heiden, die nicht nach Gott fragten, die haben Gott gefunden. Die wurden gerettet. Israel hat sich abgewandt. Worum geht es im Kontext? 5. Mose 32. Sie haben Götzendienst betrieben. Sie haben sich abgewandt vom Herrn. Was sagt Gott? Ich wende mich von euch ab. Und die Heiden, die werden an mich glauben. Und ich werde euch zur Eifersucht reizen. Ich werde euch erzürnen durch das, was kein Volk ist. Nämlich durch die Heiden. Die werden an mich glauben. Die lassen sich finden. Die noch nicht mal nach mir gefragt haben. Die mich nicht gesucht haben. Die glauben an mich. Aber ihr habt euch abgewandt und Götzen zugewandt. Dann heißt es Römer Kapitel 11, Vers 11. Du kannst in 1. Petrus 2 bleiben. Römer 11, Vers 11, da heißt es, ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Zur Eifersucht zu reizen, das hat auch eine positive Seite. Denn Paulus schreibt, dass er seine Volksgenossen zur Eifersucht reizen will, damit viele von ihnen gerettet werden. Das vielleicht erkennen. Diese Heiden, so, die glauben an den Herrn. Und die glauben jetzt an das Alte Testament. Und sie werden eifersüchtig. Und vielleicht wollen sich dadurch einige retten lassen. Das ist Paulus' Hoffnung. Das hat auch eine positive Seite. Denn wir wollen, dass Juden gerettet werden. Ich will, dass jeder einzelne Jude auf der Welt an Jesus glaubt, gerettet wird und nicht in der Hölle schmoren muss. Sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das erferne, sondern durch ihren Fall, durch den Fall Israels wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie, Israel, zur Eifersucht zu reizen. Was ist die ultimative Folge davon? Dass die Heiden geglaubt haben. Die Heiden haben Gott gefunden. Ich bin von denen gefunden worden, die mich nicht suchten. Israel hat sich abgewandt. Gott hat sich abgewandt von Israel. Und die Heiden, die haben an ihn geglaubt. Was ist die Folge davon, ultimativ? Matthäus 21, Vers 43 sagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Die ultimative Folge war, das Reich Gottes, das nehme ich von euch, Israel, und ich gebe es den Heiden. Jetzt sind alle, und natürlich nicht einfach den Heiden, das habe ich falsch gesagt, sondern alle, die an Jesus glauben. Heiden, die an Jesus glauben, alle, die an Jesus glauben. Auch ein Jude, der vom Unglauben umkehrt, an Jesus glaubt. Alle, die an Jesus glauben, die sind jetzt Gottes Volk. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das es in Früchte bringt. Ihr habt mich verlassen, aber die Heiden, denen ich mich zugewandt habe, die haben noch nicht geglaubt. Und die mache ich jetzt zu meinem Volk, die an mich glauben. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Achte jetzt darauf. 1. Petrus 2, Vers 10. Du bist dort. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart. Dieser Vers sollte dich an etwas erinnern. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Was haben wir in 5. Mose 32 gelesen? Im Lied Moses. So will auch ich sie zur Eifersucht reizen durch das, was kein Volk ist. Durch ein törichtes Volk, wie ich sie erzürne. Und das, was kein Volk war, weißt du was? Wir als Christen aus den Heiden,
die wir kein Volk waren? Was ist mit uns? Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Wir sind jetzt als Christen, als Gläubige an den Herrn Jesus Christus, egal aus welcher Nation wir kommen, egal welche Abstammung wir haben, jetzt sind wir Gottes Volk. Worauf will ich hinaus? Schau, im Himmel werden wir ein Lied singen, das unterschwellig Ersatztheologie lehrt. Oder zumindest auf Ersatztheologie hindeutet. Auf das, was letzten Endes ultimativ geschehen ist, dass jetzt die Heiden, die an Jesus glauben, Gottes Volk sind. Dass jetzt nicht mehr ein physisches Volk ist, sondern jetzt ist das Geheimnis offenbart, dass alle, die an Christus glauben, dazugezählt werden zu Gottes Volk. Und von dem irdischen Israel ist das Reich weggenommen. Wir werden im Himmel ein Lied singen darüber, dass Israel sich abgewandt hat vom Herrn und die Heiden, die haben geglaubt, die, die dann nicht nach Gott fragten, sie haben Gott gefunden, sie wurden zu Gottes Volk. Jetzt sind wir Gottes Volk. Wir werden ein Lied singen, das sieht Moses, das unterschwellig Ersatztheologie lehrt. Wir werden über Ersatztheologie singen im Himmel. Darüber, wie Israel gereizt wurde durch das, was kein Volk ist. Und jetzt sind wir Gottes Volk. 5. Mose 32, du hast ein Lesezeichen dort, da heißt es in 5. Mose 32 im Lied Moses, in Kapitel 22, in Vers 22, Verzeihung. Vers 22, denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabrennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Und das ist die erste Erwähnung der Hölle in der Bibel. Und ja, hier steht in der Schlacht der Totenreich, aber schau, auch wenn es Leute gibt, die zu diesem Wort komische, falsche Lehren haben, dass irgendwie Totenreich nicht Hölle sei, wenn wir es in der Schlacht dann nachschlagen, dieses Wort, und einfach die Bibel sich definieren lassen, damit ist ganz einfach die Hölle gemeint. Das ist ein Synonym, eindeutig. Okay, und das ist hier die erste Erwähnung der Hölle, wo wir gleich erfahren, wie die Hölle ist. Ist das irgendwie Trennung von Gott oder so? Das ist die erste Erwähnung. Das ist eine Faustregel, ist keine hundertprozentige Regel, aber eine Faustregel, dass man ein Wort in der Bibel nachschlagen kann, wann es das erste Mal verwendet wird und dort oftmals eine Definition findet. Was sehen wir hier? Was ist die Hölle? Wie kann man sich die Hölle vorstellen? Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste Tiefe des Totenreichs hinabbrennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten in Bergen Flammen wandeln. Also Feuer, es wird in der Tiefe sein, Hölle. Der Vers erinnert an Jona Kapitel 2, Vers 7. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab heraufgeführt. Also zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Was lesen wir in 5. Mose 32, Vers 22? Das Land mitsamt seinem Gewächs verzehren und die Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Jona war nicht buchstäblich in der Hölle, aber es deutet auf den Herrn Jesus Christus an, der für uns zur Hölle gefahren ist. Und ich gebe dir hier einfach ein paar Ausschnitte, ein paar wichtige, interessante Verse aus dem Lied Moses. Wir werden uns natürlich nicht mit dem ganzen Lied Moses beschäftigen, aber wir werden dieses Lied im Himmel singen. Offenbarung Kapitel 15. Wir werden das Lied Moses singen. Wir sollten uns also damit beschäftigen, nicht wahr? 5. Mose 32, lass uns weiterlesen. In Vers 23, da heißt es, ich will Unheil über sie häufen, ich will meine Pfeile gegen sie abschießen, sie sollen vor Hunger verschmachten, von der Pest aufgezehrt werden. Ein Lied, das gegen Israel zeugt. Ich meine, das ist ein zorniges Lied, das wir singen werden. Sie sollen vor Hunger verschmachten, von der Pest aufgezehrt werden, von der bitteren Seuche. Dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie der Kinder berauben und in den Kammern der Schrecken den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt dem alten Mann. Das ist ein zorniges Lied. Wow. Gottes Zorn hat auch im Himmel einen Platz. Wir werden dann nämlich Gottes Zorn besingen. Besingen, wie gerecht unser Herr ist, wie gerecht der Herr Jesus Christus ist, zornig zu sein, wie gerecht unser Vater ist, sein Schwert zu zücken und zu schlachten und die Kälte des Zornes Gottes zu treten, bis Blut fließt, bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Wir werden Gottes Zorn besingen. Aufrichtig bist du Gott. Du bist gerecht. 5. Mose 32, Vers 31, springen runter zu Vers 31, da heißt es,
Vers 31, denn ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Ihr Fels, der Fels in Anführungszeichen, der Gott, die Götzen, die Dämonen von Götzendienern, ihr Fels ist nicht wie unser Fels. Das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Auch unsere Feinde müssen erkennen, okay, der Herr, der ist anders. Der Herr, der richtet tatsächlich. Im Gegensatz zu meinen Götzen, denen ich Milch zu trinken gebe, aber die Milch, die vergammelt nur. Weil meine Götzen tot sind. Und schau, im Kontext geht es darum, im Lied Moses, dass Gott nicht zu dieser Zeit damals Israel nicht ganz aufgeben wollte und sie wurden von ihren Feinden bedrängt und so weiter. Und Gott hat ihnen etwas geholfen, er war ihnen noch barmherzig. Und der Fels, die falschen Götter, der Heidenvölker, die sie bedrängen, ja, ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Aber schau, Juden im Neuen Testament, das ist was anderes, okay? Wir dürfen nicht Juden zu neutestamentlicher Zeit, zu heutiger Zeit, lass mich das anders formulieren, wir dürfen nicht Juden zu der heutigen Zeit einfach mit Juden aus dem Alten Testament über einen Haufen werfen. Juden im Alten Testament waren in allererster Linie Bewohner des Südreiches Juda, deswegen wurden sie Juden genannt. Also nehmen wir ein anderes Wort, Israeliten damals. Ja. Wir können sie nicht über einen Haufen werfen mit den Leuten, die wir heutzutage Juden nennen. Denn die Leute, die wir heutzutage Juden nennen, die sind Juden aufgrund ihrer Religion, nicht aufgrund ihrer Abstammung. Und das ist ein Fakt. Und wenn du glaubst, dass du irgendwie ethnischer Jude bist, dann glaubst du einem Mythos. Schau, ich kann auch in meiner DNA ganz weit zurückgehen und werde bestimmt jüdische Gene finden. Bin ich deswegen ein Jude? Das macht keinen Sinn, okay? Das ist eine Religionszugehörigkeit. Und zwar eine Zugehörigkeit zu einer falschen, götzendienerischen Religion. Und Juden, die mit uns, oder lass mich das mal anders formulieren, ehemalige Juden, ja, die mit uns im Himmel sein werden, sprich Christen, denn im Himmel werden nur Christen sein, sie werden mit uns dieses Lied singen. Und sie werden vielleicht dabei an ihre ehemalige falsche Religion denken, in der eine perverse weibliche Version von Gott angebetet wird, Shekhinah oder so. Sie werden an ihre götzendienerische Religion denken und sie werden sich denken, ihr Fels ist nicht wie unser Fels, ich bin jetzt Christ. Ihr Fels ist nicht wie unser Fels, das müssen unsere Feinde selbst zugeben. Das ist ein spalterisches Lied. Ja, das ist ein spalterisches Lied. Ja, gibt es die da, die haben einen falschen Gott. Die Heiden, denn schau, ungläubige Juden heutzutage, das sind Heiden in den Augen Gottes. Das sind nicht Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk. Als Christen aus allen Nationen. Dann heißt es weiter in Vers 39, 5. Mose 32, Vers 39. Seht nun, dass ich allein es bin und kein Gott neben mir ist. Ich bin's, der tötet und lebendig macht. Ich zerschlage und ich heile und niemand kann aus meiner Hand retten. Denn ich hebe meine Hand zum Himmel empor und sage, so wahr ich lebe. Was für wunderbare Verse über den Herrn. Was für eindrückliche Verse. Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft habe und meine Hand zum Gericht greift, so will ich Rache nehmen an meinen Feinden und Vergeltung üben an denen, die mich hassen. Ich will meine Pfeile mit Blut berauschen und mein Schwert soll Fleisch fressen mit dem Blut der Erschlagenen und Gefangenen vom Haupt der Fürsten des Feindes. Jubelt, ihr Heiden, seinem Volk zu, denn er wird das Blut seiner Knechte rächen und seinen Feinden vergelten. Aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Ich meine, kein Wunder, dass mit diesem Lied der Zorn Gottes eingeläutet wird, nicht wahr? Kein Wunder, dass mit diesem Lied der Zorn Gottes eingeläutet wird. Gott ist sehr zornig. Und was wir hier lesen, er wird das Blut seiner Knechte rächen, seinen Feinden vergelten, aber für sein Land und sein Volk wird er Sühnung schaffen. Natürlich hat das im Neuen Testament eine andere Anwendung. Denn wir sind als alle Gläubigen, als alle Christen aus allen Nationen, wir sind Gottes Volk. Gott wird unser Blut rächen. Gott wird unser Blut rächen auch an sogenannten Juden, die in den Augen Gottes keine Juden sind. Die denken, sie stammen irgendwie von Abraham ab. Was sie sich einbilden, weil es einfach nur ein Haufen Osteuropäer sind. Ja, Gott wird unser Blut rächen
an gottlosen Nationen, die Christen hingerichtet haben, an Moslems, die Christen hingerichtet haben, an Diktaturen, die Christen hingerichtet haben, die in Konzentrationslager gesteckt haben. Gott wird das Blut seiner Knechte rächen, Gott wird uns rächen. Wir werden ein Lied der Rache singen. Dann heißt es weiter, geh jetzt wieder zurück zu Offenbarung Kapitel 15. Offenbarung Kapitel 15, du solltest ein Lesezeichen drin haben. Offenbarung Kapitel 15, Vers 5, da heißt es, nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Also jetzt kommen tatsächlich die Engel hervor aus dem Tempel. Jetzt beginnt bald der Zorn Gottes. Dazu kommen wir konkret in Offenbarung Kapitel 16, im nächsten Kapitel. Wir sind jetzt hier schon ungefähr beim siebten Siegel. Aber als das Lamm das siebte Siegel öffnet, vergeht eben erstmal eine halbe Stunde, nicht wahr? Es wird nicht sofort der Zorn Gottes ausgegossen. Der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wird geöffnet. Das himmlische Heiligtum wird geöffnet, in das Jesus gegangen ist nach seiner Auferstehung. Bevor er dann allen Jüngern erschienen ist, er ist in das himmlische Heiligtum gegangen, in das Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, sagt die Bibel ungefähr im Hebräerbrief, und hat dort auf dem Sühnedeckel sein Blut dargebracht. Denn das, was auf der Erde geschehen ist, als der Hohepriester Jahr für Jahr in das Zelt eingegangen ist, in das Allerheiligste und Blut von Stieren und Böcken dargebracht hat, das ist alles nur ein Symbol. Auch die Stiftshütte, die irdische, war nur ein Symbol, nur ein Abbild dessen, was im Himmel ist. Das heißt, im Himmel gibt es jetzt immer noch ein himmlisches Heiligtum, eine Stiftshütte mit der Bundeslade drin. Aber weißt du, was auf der Bundeslade ist? Denn die Bundeslade, die spielt nicht keine Rolle im Neuen Testament. Weißt du, was aber auf der Bundeslade ist? Jesu Blut ist auf der Bundeslade, das für immer Gottes Gerechtigkeit bezeugen wird. Und durch das wir bedeckt sind, durch das wir reingewaschen sind. Das Zelt des Zeugnisses im Himmel wird geöffnet. Und sieben Engel, die die sieben letzten Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem glänzenden Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Also die Engel, die hervorkommen, die dann Schalen, symbolische Schalen ausgießen werden und damit werden sie über 3,5 Jahre hinweg Gottes Zorn. Natürlich ist es Gott selbst, der seinen Zorn ausgießt, aber diese Engel machen das symbolisch, dass sie eben die Schalen ausgießen, beziehungsweise haben wir die sieben Engel in Offenbarung Kapitel 8 und folgenden gesehen, die in sieben Posaunen stoßen. Diese Engel, die sehen nicht aus irgendwie gruftimäßig, irgendwie schwarz gekleidet, irgendwie wie Henker. Sie sehen nicht böse aus, sondern sie sehen sehr rein aus. Sie sehen gut aus. Weißt du, woran das liegt? Weil Gottes Zorn gut ist, weil Gottes Zorn gerecht ist, weil Gottes Zorn heilig ist. Sie werden weiße Leinen tragen und die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Sie werden sehr schön sein. Sie werden elegant sein. Nicht irgendwie furchtbar. Es wird furchtbar sein für die Menschen, die Gottes Zorn erleben, aber sie haben es verdient. Du musst verstehen, dass jeder Mensch, der Gottes Zorn erfährt, es verdient hat. Du musst verstehen, dass jeder Mensch, der jetzt in der Hölle ist, es verdient hat, bis in alle Ewigkeit gepeinigt zu werden. Das ist heilig und gerecht. Preist den Herrn. Der Herr ist gerecht, der Herr ist aufrichtig. Wir wollen Ehre unserem Gott geben. Dazu wurde das Lied Moses geschrieben, gegen ein abgefallenes Volk zu zeugen, gegen Sünde zu zeugen und Gott die Ehre zu geben. Denn was haben wir da gelesen? Ich will das nochmal kurz vorlesen. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Es heißt weiter in Offenbarung Kapitel 15, Vers 7, wir kommen langsam zum Schluss dieses Kapitels, ein kurzes Kapitel, das aber einiges in sich hat, nicht wahr? Offenbarung Kapitel 15, Vers 7, da heißt es, und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Achte auf diese Worte. Niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Wann sind die Plagen vollendet? Wie lange dauert der Zorn Gottes? 3,5 Jahre. Circa 3,5 Jahre lang wird niemand in den Tempel Gottes hineingehen können.
Circa 3,5 Jahre lang wird der Tempel erfüllt sein im Himmel mit dem Rauch der Herrlichkeit Gottes. 3,5 Jahre lang. Was muss die Bibel damit sagen? Während des ganzen Zornes Gottes wird man Gott loben, wir werden Gott besingen, die Herrlichkeit des Herrn wird den Tempel erfüllen, niemand wird hineingehen können, während Gott seinen Zorn ausgießt über diese Erde, denn Gottes Zorn ist herrlich, heilig und gerecht. Im Fleisch haben wir manchmal Probleme, den furchtbaren Ausmaß von Gottes Zorn anzuerkennen, damit klarzukommen in diesem Gedanken. Aber eines Tages werden wir sagen, ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Alle Völker werden anbeten. Warum? Weil Gott gerecht ist, so zu richten. Bis dahin werden wir Gottes Wort lesen und mehr geheiligt werden dadurch, mehr und mehr erkennen, dass Gott gerecht ist, so zu richten. Lass uns beten, Herr, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deinen Zorn, Herr. Herr, wir danken dir dafür, dass du Gott bist, dass es neben dir, Herr, kein Gott gibt. Du allein bist der Herr und du allein bist gerecht, Herr, so zu richten. Herr, bitte sei uns gnädig, Herr. Bitte hilf uns, ein heiliges Leben zu führen, Herr, dich zu fürchten, dich zu lieben, Herr. Danke, Herr, für deine Offenbarung, Herr. Danke, Herr, dafür, dass wir dem Zorn Gottes, deinem Zorn, Herr, entgehen und dass wir als Überwinder hervorgehen durch den Glauben an deinen Sohn Jesus Christus, Herr. Bitte segne den Seelengewinn-Marathon, segne den Gottesdienst morgen. In Jesu Namen beten wir.